Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Captain of Industry. Wir bauen uns eine Kolonie und die zugehörige Wirtschaft auf. Das Ganze sieht auf den Bildern und Screenshots schon mal mächtig kompliziert aus. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier in dieser einen Stunde erwartet und wie wir uns schlagen werden. Mafia Games haben mir freundlicherweise einen kostenlosen Key zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Das Spiel erscheint jetzt im Mai 2022 im Early Access. Momentan ist es noch nicht möglich, selbst zu spielen, aber das sollte jetzt innerhalb ein paar Tagen dann eigentlich irgendwann mal möglich sein. Dann könnt ihr selbst mal Hand anlegen. Bis dahin zeige ich euch jetzt einfach mal, wie man hier ordentlich eine Kolonie aufzieht und ob wir das links oben abgebildete Raumfahrtprogramm heute noch erleben werden. Ich wage es mal zu bezweifeln, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Gut, die Entwickler sind auch momentan schon sehr, sehr fleißig mit Patches. Man sieht das zum Beispiel hier, also es wird regelmäßig noch gepflegt und eingeprogrammiert und was auch immer noch. Sind also sehr, sehr hinter dem Projekt auch, freut mich auch. Und wie man hier sehen kann, es gibt auch schon eine deutsche Übersetzung. Die Entwickler suchen zwar noch nach Übersetzern, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang gemacht. Das freut mich auch sehr. Gut, dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los in ein neues Spiel und schauen mal, wie wir uns jetzt hier zurechtfinden. Es gibt aktuell 4 Karten, wobei sich die in der Schwierigkeit auch unterscheiden. Man sieht das hier oben. Hier oben im New Haven ist natürlich ganz viel Platz zum Bauen. Wenig Gebirge, im Gegensatz hier unten, wo du wahrscheinlich erstmal irgendwie hier dieses Gebirge erschließen musst, damit du hier auf dieses Terrain hochkommst. Sehr, sehr schwierig. Deswegen, wir werden mal mit New Haven beginnen. Und ich bin mir jetzt ehrlicherweise gar nicht so sicher, ob da noch ein Tutorial kommt oder nicht. Wir werden es dann schon sehen. Ressourcengröße Standard, das passt. Man kann mir natürlich wieder alles einstellen, was es so gibt. Ressourcenhöhe, also wie tief muss man graben, um eine Ressource zu erhalten. Waldflächen gibt es natürlich auch. Klippen gibt es natürlich auch. Wir lassen alles auf Standard. Es gibt ganz viele Ressourcen auf dieser Insel, offenbar auch begrenzt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Mal gucken, ob mir die reichen. Ich bin ja sehr verschwenderisch immer mit Ressourcen. Wir gucken mal. So, Schwierigkeitsgrad gibt es Matrose, Captain und Admiral. Und die erhöhen oder verringern halt die entsprechenden Ressourcen, Elektrizität und so weiter. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, was es hier so gibt. Und dann gibt es noch den Game Seed. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht so ganz sicher, wieso der überhaupt da ist, wenn die Karte ja irgendwie so statisch und fest ist. Ah, hier steht's. Die Wettergenerierung oder der Weltanordnung. Okay. Beeinflusst die Weltordnung. Aha. Hat keinen Einfluss auf die Kartengenerierung. Okay. Gut, dann starten wir mal in ein neues Spiel. Habe ich jetzt auf normal oder war es jetzt Hardcore-Schwierigkeitsgrad? Uiuiuiui. Ich werde es rausfinden in einer Stunde jetzt dann, wenn ich am Boden liege und meine Kolonie komplett zerstört ist, weil keinerlei Ressourcen da sind. Kapitän, wir haben soeben angedockt. Unser Schiff, örtliches Schiffsdock, werden größere Reparaturen werden benötigt. Okay. Verlassene Kommunikationsstation in der Nähe des Docks könnte abgebaut und zum Schmelzen von Eisen in einem Hochofen verwendet werden. Das Ganze geht auch so ein bisschen, habe ich gesehen, in Richtung Factorio. Allerdings natürlich noch nicht so ganz komplex wie in Factorio oder Dyson Sphere Program. Es ist wichtig, so schnell wie möglich ein Labor zu bauen, damit wir weitere Baupläne bekommen. Jawohl, bisschen Forschung machen. Freundliches Dorf, mit dem Sie handeln können, ist in der Nähe. Sehr gut, wir müssen die Weltkarte überprüfen. Handel kann eine Rettung sein, falls Sie an Engpass kritischer Produkte geraten. So schnell wie möglich ein Handelsdock erforschen und errichten. Okay, wir machen mal kurz Pause. Hier oben aktuell 2. Januar 0001. Wer kennt es nicht? Das Jahr 0001 nach Christus. Und schauen uns erstmal ein bisschen um, was wir hier haben. Also, hier die Insel. Man sieht schon, ja, Platz ist da. Allerdings, wenn man sich mal hier anschaut, hier unsere Wohncontainer. Wir haben aktuell 2 Stück Unterkünfte. 60 Leute sind hier drin. Platz ist auch offenbar für 60.
und hier vorne sind 30 drin und Platz ist für 60. Also selbst die Wohncontainer nehmen schon sehr viel Platz auf der Insel weg hier, ne? Also da muss man mal gucken. Wir haben aktuell Vorrat für 37 Monate Lebensmittel wahrscheinlich. Ja, Lebensmittel. Das sorgt dafür, dass wir Punkte bekommen, Einigkeitspunkte hier. 0,95, das gefällt mir. Ich glaube, mit den Einigkeitspunkten kann man forschen oder so. Öffne Bevölkerungsübersicht. Okay, das ist eine ähnliche Ansicht jetzt hier. Man sieht, ob die Bevölkerung wächst oder sich verringert. Na gut. Wir haben hier noch ein Gebäude. Was ist das? Ein Lebensmittelmarkt. Aktuell arbeiten dort 6 Leute. LKW-Import ist an, natürlich. Und hier werden wahrscheinlich die Lebensmittel verkauft. Also die Leute gehen hier zum Einkaufen und können sich das hier dann abholen. Gut, dann hier vorne unser Schiff, das wir offenbar reparieren müssen. 410 von 1000 Zustand. Diesel ist momentan auch keiner da. Wir haben keinerlei Besatzung. Okay, also das ist fortgeschrittenes Projekt, das wir angehen. Hier vorne ist unser Schiffsdock. Das ist auch beschädigt. Wer macht denn hier alles kaputt? Mensch. Wir haben aber Kupfer, Diesel, Gummi, Zement und Konstruktionsteile. Okay. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kleinlaster, die dafür sorgen, dass hier Waren von A nach B kommen. Die haben alle einen vollen Tank. Das ist ja schon mal positiv. Zuweisend zu Baumernte. Okay. Gut. Wir werden uns mal ein bisschen so an dieses Tutorial halten, von dem ich nicht mehr weiß, wo ich es jetzt aufrufen kann. Wir gucken mal hier oben, 90 Bewohner kennen wir schon von 120, weil wir ja 260er haben, 37 Monate Vorrat. Das ist ja eine halbe Ewigkeit hier. Das ist ja überhaupt kein Problem. 77 Arbeiter sind noch verfügbar. Wir haben Einigkeit, 5 Punkte, 0 Lebensenergie, keine Ahnung, was das ist. Und unsere Lastwagen sind aktuell nicht in einer Warteschlange angedockt. Oh, das ist hier die Übersichtskarte. Hier ist offenbar die zweite Stadt, mit der wir handeln könnten. Aber dafür müssen wir erst das Handelsdock bauen. Okay. Und da wird jetzt offenbar auch gehandelt. Nicht über Kohle, sondern über Ressourcen. Wie komme ich hier wieder raus mit Escape? Jawohl, wir haben unsere Lastwagen 7 von 50, es ist aktuell sonnig, keine Ahnung was das hier ist, ein bisschen Ressourcen, kennen wir schon, wir haben hier was zu essen, nee, das ist, okay, das sind die Rezepte, okay, für die Produktion, Köhlerei, Hochofen, ach du meine Güte, da muss man sich natürlich erst wieder an die Symbole auch gewöhnen, uiuiui, es sieht auf alle Fälle schon mal mächtig kompliziert aus, ich will mir hier nicht den Kopf verdrehen lassen, wenn wir die Sachen noch nicht brauchen. Metallurgie, Verhüttung, das ist hier das Baumenü. Köhlerei, Hochofen, Metallgießerei, Schornstein. Oh, das habe ich schon gehört. Man muss dafür sorgen, wenn man Fabriken baut, dass die natürlich ihre CO2-Abgase loswerden. Und das geht dann irgendwie so über Schornsteine. Das hier ist Rinne für Schmelze und eine Rohrleitung. Da geht es dann so in Richtung Faktur. Oh, hier ist das Labor. Das können wir gleich mal bauen mit 30 Konstruktionsteile. Wir haben aktuell 360. Also wir bauen mal ein Labor. Ich würde mal sagen, das Labor muss ja hier nicht mittig drin sein. Keine Ahnung, ob die Leute auch hier rüber gehen müssen zum Labor, zum Arbeiten. Aber wir packen das jetzt einfach mal hierher, damit die Laboranten einen schönen Ausblick auf das Meer haben hier. Dann Unterkünfte haben wir hier schon. Unterkünfte kennen wir schon. Hier oben Lebensmittelmarkt kennen wir auch. Baumerntegebiet. Baumerntegebiet. Ah, okay. Wir können Bäume zum Ernten freigeben. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Je mehr Bäume weg sind, umso besser. Nachhaltigkeit brauchen wir nicht. So, war da nicht irgendwas in den LKW? Zuweisend zu Baumernte. Der Lastwagen wird automatisch Bäume fällen und das Holz dort abliefern, wo es benötigt wird. Oh, okay, also dann muss ich das anklicken. Ja, dann wählen wir mal 2 Lastwagen und lassen mal die Bäume hier ernten. Okay, also wir brauchen keinen Holzfäller offenbar, sondern die Lastwagen machen das. Wir haben ein Nachrichtenzentrum. Ah, hier ist das Tutorial. Sehr schön. Aber hat er nichts gesagt? Wir sollen noch irgendwas abbauen.
Verlassene Kommunikationsstation in der Nähe des Docks. Ach, die habe ich noch vergessen hier oben. Verlassene Kommunikationsstation. Beginne Wiederverwertung. Um Metallschrott zu erhalten, Lastwagen transportieren den verfügbaren Metallschrott automatisch zu einem Ofen. Ah, das muss erst geschmolzen werden wahrscheinlich. Metallschrott und Betonplatte. Einmal starten, 864 und 400 Betonplatten. Sehr gut. Sieht auch ganz hübsch aus. Schön verrostet das Ganze. Der Grafikstil, man sieht es ja, ist jetzt hier nicht überwältigend. Unreal Engine 5 Niveau. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also, ne? Das ist zweckmäßig und ganz okay. Und wie gesagt, vielleicht wird da noch ein bisschen was gemacht. Dass zum Beispiel das Gras ein bisschen schöner aussieht oder ein bisschen mehr Leben auf der Karte ist oder so. Aber es ist fürs Erste ist das ganz okay. Dann, wir haben noch die Statistiken für Produkte, Wartung, Dienstleistung, Verschmutzung, Bevölkerung, Einigkeit, Bevölkerungswachstum und den Kraftstoff. Sehr schön. Dann die Forschung. Oh, das ist der Forschungsbaum. Sehr schön, kann man da... Ah, man kann auch rauszoomen. Ja. Ja. Wo ist das Raumfahrtprogramm, damit wir uns schon mal grob orientieren können, in welche Richtung wir forschen müssen? Okay, also das ist ein riesiger Forschungsbaum. Meine Güte. Wir haben aktuell erforscht nur das mit dem Häkchen wahrscheinlich. Hochofen, Metallgießerei, Kühlerei. Die Sachen haben wir schon. Schornstein auch. Rezepte gibt es dabei dann auch. Was kommt denn dabei raus hier beim Hochofen? Abgas. Ah, geschmolzenes Eisen kommt hier raus. Und das geschmolzene Eisen kann man dann in der Metallgießerei umwandeln in Eisen. Und das hier ist die Kühlerei. Da gibt es dann natürlich die Kohle. Plus auch wieder, wie man hier sieht, ganz schön viele Abgase hier. Sehr schön, das freut mich. Also nicht, dass die Abgase da sind, sondern dass es simuliert wird natürlich. Und die nächsten Forschungen wären dann zum Beispiel Fahrzeugbergbau, Landwirtschaft, Konstruktion. Ich habe übrigens vom lieben Mr. Fierce, habe ich mal kurz in sein Let's Play reingeguckt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nebenbei, das seht ihr natürlich nicht. Gucke ich mal ganz kurz. Sein Kanal heißt Proclivitas mit C2. Proclivitas 2. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, weil der hier auch ein kleines Let's Play gemacht hat. Und dort habe ich gesehen, der hat auch mit der Landwirtschaft zum Beispiel begonnen. Das heißt, da werde ich ihm einfach mal nachspielen. Und ja, guck doch dort mal vorbei. Der freut sich über den einen oder anderen, der vielleicht auch dann dort bleibt. So, dann gibt es noch Konstruktion. Und Rohre sind natürlich auch schon erforscht. Sehr schön. Was macht die Konstruktion? Montage. Gut, also wir bauen jetzt erstmal dieses Labor hier. So wie es uns angeraten worden ist. Wir bauen die Kommunikationsstation ab. Und guck mal, ich nehme jetzt die Pause raus. Wir machen mal ein bisschen schneller. Okay, da fahren jetzt Autos schon rüber zum entsprechenden Wald und kümmern sich um den... Oh, da versagt mir die Stimme. Um den Abbau. Oh, das ging aber jetzt schnell hier. Wir machen doch ein bisschen langsamer. Also, der Wald wird abgeholzt, allerdings wissen die aktuell wahrscheinlich noch nicht, wo sie den hinbringen sollen. Ich dachte eigentlich, das hier wäre ein Lager, aber hier ist offenbar kein Platz für Holz. Deswegen warten die erstmal. Man sieht hier ein bisschen so Dreckhaufen. Ich glaube, ja, da bilden sich so die ersten Wege oder die haben irgendwas verloren auf dem Weg hier rüber. Aber das sind wahrscheinlich so die ersten Wege, die sich hier bilden. Fantastisch. Und unser Labor ist relativ schnell gebaut worden. Da haben jetzt die Lastwagen die Ressourcen rübergebracht. Und dann dementsprechend hier. Und dann dementsprechend hier das schnell aufgezogen. Sieht auch ein bisschen rudimentär aus. Kein Hochleistungsforschungslabor, möchte ich mal sagen. Eher eine Ansammlung an Garagen. Okay. Und wir sollen eine neue Forschung beginnen. Okay. Das heißt, wir gehen mal in die grundlegende Landwirtschaft. Entsperrt die Farm, Kartoffel und Gründünger. Okay, einmal bitte starten. Und wir schauen mal, was wir als nächstes machen sollen. Labor ist bereit, jawohl. Gucken wir gleich mal. Herzlichen Glückwunsch zum Labor, wunderbar. Ihr solltet, perfekt, Farmen erforschen und bauen.
Wenn Ihnen die Arbeiter ausgehen, sollten Sie mehr Leute auf die Insel bringen. Leuchtfeuer. Okay, Leuchtfeuer müssen wir noch bauen. Konstruktionsteile im Auge behalten. Eine Montage manuell. Wenn Sie die Forschung beschleunigen müssen, können Sie mehr Forschungslabore bauen. Vergessen Sie aber nicht, dass deren Betrieb Einigkeit kostet. Ich sehe gerade, wir haben hier 0,14 Minus. Einigkeit entsteht in Siedlungen, wenn es den Menschen gut geht. Aber geht es denn unseren Leuten aktuell nicht gut, oder? Man sieht die jetzt hier leider nicht herumlaufen. Ich nehme mal die Pause raus. Vielleicht muss ich das noch einpendeln hier. Aber Essen wäre ja eigentlich da, liebe Leute. Also, was ist euer Problem momentan? Habt ihr keinen Bock auf das Essen oder was passiert hier? So, die Forschung läuft offenbar. Wir machen mal ein bisschen schneller. Wir könnten auch ein zweites Forschungsdings bauen, hat es geheißen, ne? Komm, ich baue noch mal ein zweites, damit wir hier heute auch vorwärts kommen. Direkt daneben. So. Ah, jetzt ist hier 0,75 plus momentan. Komischerweise, der hat jetzt keinen Bock mehr zu arbeiten. Deswegen muss sein Kollege hier unten ran. Aber hier sind keine so Dreckbatzen hier rausgefallen. Na gut, kann man hier vielleicht auch zweimal gleichzeitig dann forschen oder muss man immer das gleiche forschen? Wir gucken gleich mal. Okay, also hier wird zweimal das gleiche erforscht und dann hoffentlich ein bisschen schneller. 0,66 im Monat. Positive Zahlen sind ja immer ganz gut. Okay, perfekt. Ist jetzt noch nicht so beeindruckend, möchte ich jetzt mal sagen, so die ersten 5 Minuten hier. Oh, hier oben sieht man auch den Zustand der Forschung, sehr schön. Aber keine Sorge, das wird schon. Wir sind ja jetzt gerade mal eine Viertelstunde im Spiel. Das ist ja gar nichts. Die bleiben jetzt auch hier stehen, ne? Bis die wahrscheinlich einen neuen Job jetzt bekommen. Ach, ich habe wieder langsame Geschwindigkeit. Wir machen ein bisschen schneller. Wie lange hatten wir jetzt Zeit, lebensmittelmäßig? 35 Monate. Okay, also man sieht schon, die Tage vergehen relativ schnell. Ich mache nochmal Pause. Wir haben die Landwirtschaft hier durch. Und jetzt heißt es den Hochofen, ne? Den hier brauchen wir. Ne, manuelles Fließband ist das. Was ist das? Die Montage hier. Montage manuell brauchen wir. Und die Montage macht aus Eisen, Holz und Betonplatten die Konstruktionsteile. Und die brauchen wir, um Sachen zu konstruieren. Das heißt, erstmal das erforschen. Wunderbar. Gut. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich mal kurz der Landwirtschaft widmen. Sagt mir das Spiel dazu irgendwas? Nein. Dann gehen wir mal kurz rein. Landwirtschaft. Eine Farm, die ist riesengroß. Also was ich noch nicht weiß, ist, ob die Leute auch hier rüberlaufen müssen oder ob man die vielleicht hier irgendwo in der Nähe ansiedeln sollte. Rotieren geht mit R vielleicht. Ja, mit R. Dass wir hier irgendwie so zwei untereinander setzen, hier rüber, in diese Ecke, damit der Bereich hier erstmal für die Landwirtschaft festgelegt ist. Quasi so. Kostet uns 300, habe ich gedacht, nee, 30. Wir haben noch 300 Konstruktionsteile. Wir machen mal 2 Stück. Und hier vorne auch noch eins dran, vielleicht mit ein bisschen Abstand. Weil ich nicht weiß, ob man hier eine Straße oder so dazwischen machen muss. Wir sehen auf alle Fälle hier den Ausgang. Wahrscheinlich wird hier das Essen dann ausgegeben. Die Farm wächst. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das ist ein gutes Zeichen, weil wir Wasser brauchen. Richtig, ja. Wir brauchen Wasser. Das füllt sich jetzt an. Der Grundwasserspiegel steigt. Und wenn das weg ist, dann dauert es länger. Ich glaube, es wird trotzdem dann was zu essen geben, aber die Ernte dauert quasi dann ein bisschen länger, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist. So, wir lassen euch mal fertig machen. Zack. 10 Arbeiter pro Feld. Und jetzt müssen wir festlegen, was wir pflanzen wollen. Wir haben ja eine Fruchtbarkeit von 100%, weil alles wahrscheinlich grün ist. Hier drüben wahrscheinlich nicht so fruchtbar. Und jetzt müssen wir hier wählen. Das kenne ich auch schon aus dem Video. Einmal gibt es hier den Gründünger und einmal gibt es die Kartoffeln. Das haben wir ja erforscht mit dem Feld zusammen. Man sieht hier auch
wie viel Wasser benötigt wird im Monat, offenbar. Holla, die Waldfee, der Grundwasserspiegel reicht für zwei Monate hier nur. Der Dünger dauert 4 Monate zum Anbauen und die Kartoffeln 6 Monate. Und den Dünger braucht man, um nochmal ein bisschen mehr an Ertrag herauszuholen. Und man soll das quasi so machen, dass man immer einmal Dünger und einmal Kartoffeln macht. Und dann wechselt sich das immer ab. Das heißt, man fängt mit dem Dünger an und dann hat man schon Dünger für die Kartoffeln. Und dann macht man wieder Dünger und dann hat man wieder Dünger für den Kartoffeln und so weiter und so fort. So habe ich das gelernt. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier oben Sinn macht, dass man es hier quasi umdreht, damit wir schon mal die Kartoffeln am Anfang haben. Wir machen es mal so, wir drehen das mal um und produzieren mal ein bisschen entgegengesetzt. So, hier steht keine Kultur. Ah, jetzt ist es weg. Und jetzt fängt es an zu wachsen, sehe ich das richtig? Also erstmal der Gründünger, Ernte in 3,8 Monaten, 4 Monate stand er hier. Kann 8 Monate ohne Wasser überleben. Ah, okay. Das heißt, die Ernte kann doch kaputt gehen auch. Aber nur, wenn das Wachstum dann natürlich auch länger wie 8 Monate ist dann, ne? Gut, dann lassen wir das mal hier anbauen. Was sollen wir denn noch machen? Leuchtfeuer. Und die Montage. Genau, die Montage wird ja momentan hier produziert. Das Leuchtfeuer ist hier gar nicht drin. Das müssen wir wahrscheinlich wieder erforschen. Hier oben, ja. Leuchtfeuer. Energieversorgung. Hier gibt es ein bisschen Strom. Dieselgenerator, Wartungsdepot, weil wir müssen ja unsere Gebäude und Maschinen und LKW auch warten. Ah, hier ist das Handelsdock. Sehr schön. Das können wir gleich dann bauen. Hier der Bergbau. Aber wo ist der Turm? Hier ist das Leuchtfeuer. Und das Leuchtfeuer sorgt dafür, dass wir weitere Leute hier auf unsere Siedlung bekommen. Aber wir haben ja aktuell noch 47 Arbeiter. Das ist ganz okay. So, passiert hier vorne irgendwas? Ne, die stehen wieder hier rum. Und warten jetzt quasi, dass wahrscheinlich zum ersten Mal dann die Kartoffeln hier irgendwo rausfallen. Werden hier einfach rohe Kartoffeln verarbeitet oder was passiert hier? Oder müssen wir die noch irgendwie umkochen? Könnte ja sein. So, wir haben ein neues Gebäude. Und zwar diese Montage. Wir gehen mal in die nächste Forschung. Die geht ja Schlag auf Schlag. Wir machen mal das Handelsdock hier. Ermöglicht den Handel mit verschiedenen Waren, mit Dörfern auf der Weltkarte. Genau. Alle Produkte, die sie handeln, werden in das Handelsdock geliefert. Der Handel kann lebensrettend sein, wenn sie in einen Engpass kritischer Produkte geraten. Okay. Lagert bis zu 180 Einheiten eines festen Produkts ein Stückgutlager. Also, wir bekommen hier unser erstes Lager. Das ist auch ganz sinnvoll, denke ich mal. Aber jetzt bauen wir erstmal dieses Montageteil, das hier irgendwo war. Ein bisschen verwirrend das Ganze hier, weil hier ist, also ich komme noch nicht so ganz zurecht hier. Metall hier vorne. Ach, da ist jetzt ein Symbol auch dazugekommen. Deswegen. Also Montage manuell. Kostet uns 20 Konstruktionsteile. Aber wo habe ich denn dieses Eisen dann her? Holz ist klar. Beton bekommen wir von hier oben. Aber wir müssten wahrscheinlich den Metallschutt erst einschmelzen, um das Eisen zu bekommen. Also, oh, die ist ja klein. Die ist ja super klein. Die hat jetzt hier Eingang für Holz und Eisen und Beton. Und auf der anderen Seite den Ausgang. Sehr schön. Die Frage ist, wohin damit? Wo wird unsere Industrie? Vielleicht ein bisschen in die Nähe der Wälder hier rüber. Hier oben kommt dann die Schwerindustrie rein. Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Oh, hier oben ist ein schönes Feld. Mit Eisen wahrscheinlich oder Kupfer. Ja, wir packen das mal irgendwo so hierher. Keine Ahnung, hierher. So. Lastwagen, macht eure Arbeit. Da fährt gleich ein Lastwagen hier rüber. Können wir mal gucken, was du geladen hast. Okay, 20 Teile hat er geladen. Und wird das, also das Bauen geht relativ schnell. Wir spielen jetzt auf Stufe 2, Geschwindigkeitsstufe 2. So, und jetzt habe ich hier
LKW-Import, LKW-Export, zeige 60. Wo sind das 60 Sekunden in einer Minute? Und was ist das hier? 30 Sekunden dann? Weil die Hälfte? Ah, hier steht es. 30 Sekunden. Okay. So, jetzt wird hier Zeug rüber transportiert. Und zwar das Holz wird rüber transportiert. Holz ist da. Beton wird rüber transportiert. Aber es fehlt noch an Eisen jetzt. So, Montage bereit. Wir können mit der Produktion von Konstruktionsteilen beginnen, um mehr Maschinengebäude zu bauen. Vergessen Sie nicht, die Eisenproduktion zu erhöhen. Ja, aber wie? Einige Maschinen und Fahrzeuge benötigen regelmäßig Wartung. Wir sollten so schnell wie möglich ein Wartungsdepot erforschen und bauen. Okay, jetzt wird es schon etwas stressiger. Wartung ist hier aber noch ganz okay. Aus. Was wird hier benötigt? Auch Konstruktionsteile vielleicht? Na gut, wir haben ja jetzt erst das Handels... Also, okay, wir sind jetzt hier quasi uns selbst überlassen. Wir müssen ein Eisengebäude bauen. Okay. Hier. Also, wir brauchen natürlich eine Köhlerei, in welcher die Kohle gemacht wird. Wir brauchen einen Hochofen. Da steht auch das Rezept. Ah, und hier ist der Metallschutt. Plus Kohle wird zu geschmolzenem Eis und Abgas. Und huch. Und die Metallgießerei macht geschmolztes Eisen zu Eisenplatten, die dann hier reinkommen. Okay, vielleicht nicht in der Nähe hier der Unterkunft. Wir packen das mal hier vorne rein. Also die Köhlerei, bleibt mal erstmal hierher. Kann man denn die Kohle dann, die haben ja einen Ausgang. Man hatte hier einen Ausgang einmal für die Kohle, wie man hier sieht. Und einen Ausgang für CO2 und einen Eingang für das Holz. Die Frage ist, haben wir denn so Transportbänder? Wir haben hier eine Schmelze für geschmolzenes Eis und auch nur eine Rohrleitung für Wasser, Treibstoff und Abgase. Aber wir haben jetzt kein Förderband. Das heißt, müssen das dann die Lastwagen hin und her fahren wahrscheinlich, ne? Also eine Kühlerei. So, hierher. Packen wir hier rein. Können ja die anderen auch gleich in Auftrag geben. Hochofen packe ich jetzt einfach mal hier vorne hin. Vielleicht kann man die irgendwie später noch verbinden. Wir haben auf alle Fälle zwei Eingänge und jede Menge Ausgänge. Zweimal für geschmolzenes Eisen, CO2 und keine Ahnung, was der letzte ganz rechts ist. Also, die packen wir hierher. Und die Metallgießerei, ja wahrscheinlich irgendwo hier hinten dran, weil wir dann hier eine entsprechende Leitung ziehen. So. Mit ein bisschen Abstand, weil ich nicht weiß, ob man noch irgendwas dazwischen braucht. Bin sehr gespannt. So. Aktuell wird, ja, das Handelsdock noch erforscht, das passt. Ich habe das Gefühl, uns gehen ein bisschen die Arbeiter jetzt dann schon verloren. Wir brauchen unbedingt mehr Leute noch und offenbar auch noch ein paar neue fantastische Containersiedlungen. Die sehen so toll aus hier. Fallout lässt grüßen. Ich sehe gerade hier das Lagerhaus mit dem Ausgang. Was ist hier? Ach so, hier kann man noch automatisiert offenbar Essen einlagern. Ich hoffe mal, dass die Kartoffeln jetzt irgendwie hier... Ja, wahrscheinlich mit den LKW. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Es ist schon sehr lange her, dass ich das Let's Play geguckt habe. Verblieben Mr. Fierce. So, wir haben ein paar neue Gebäude. Gucken wir uns gleich an. Das Handelsdock ist durch. Wartungsdock war noch, ne? Fahrzeugdepot ermöglicht den Bau von Fahrzeugen. Bergbau. Aber es hat ja geheißen, wir sollen ein Wartungsdepot machen. Hier, Wartungsdepot, Dieselgenerator, Wartung. Okay. Ah, und das Wartungsdepot braucht Eisen und Kupfer für die Wartung. Und der Dieselgenerator braucht natürlich Diesel, um Elektrizität herzustellen. Okay, wir machen mal das. Erforschen das hier. Leuchtfeuer ist eh noch eine Ebene weiter. So, dann haben wir hier die Kühlerei. Ah, da ist jetzt Holz schon eingelagert. Aber muss ich da jetzt noch irgendwas... Fehlende Materialien steht hier.
Tutorial Eisenverhüttung. Kühlerei benötigt eine Förderstrecke, um Abgas abzugeben. Okay, gucken wir gleich. Also im Hochofen können die Erze, Schrott oder andere Produkte geschmolzen werden. Metallgießerei, Platten gegossen. Genau. Vorübergehende Lösung, Verwendung von Metallschrott aus der verlassenen Kommunikationsstation hier drüben. Wenn die weg ist, müssen wir die Eisenerze abbauen. Bei der Verhüttung von Erzen entsteht jedoch Schlacke, die ja auf das Gelände verkippt werden muss. Okay, andere Produkte funktionieren ähnlich. Welche Rezepte im Ofen aktiviert sind, indem Sie sie anklicken? Ein aktiviertes Rezept wird mit einem grünen Rahmen angezeigt. Das müssen wir uns merken. Kohle wird zum Schmelzen von Erzen benötigt. Jawohl, Holzernte kennen wir schon, haben wir schon gemacht. Wir sind ja Profi-Kolonist. Ein Rezept. Achso, hier gibt es sowieso nur eins. Aber was wir jetzt hier brauchen, ist der Abgas-Dings, ne? Wir müssen noch das Handelsdock in Auftrag geben. Wo war denn hier dieses? Hier, der Schornstein. Und der Schornstein hat einen Eingang, links und rechts. Und den kann man hier so ranklatschen. Könnte wahrscheinlich auch irgendwie so einen Schornsteinabschnitt hier drüben machen. Und dann den einfach hier per Leitung rüber transferieren. Aber ich finde es schöner, wenn der hier so nebenan angebracht wird. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt hier so funktioniert. Momentan arbeitet er aber auch ganz normal. Also das funktioniert schon mal. Die liefern jetzt weiterhin hier die Kohle. So, jetzt sieht schon richtig gut aus. Schön die Luft verpesten. Wunderbar. Also, ein Schornstein wurde gesetzt. Brauche ich wahrscheinlich hier vorne auch noch. Wir gucken gleich mal. Ja, hier muss auch einer ran. Oh, gut, dass hier Abstand gehalten worden ist. Und ein Vornstein, ein Schornstein. Ach, der braucht gar keinen Schornstein hier. Die Schmelze braucht keinen, das ist schon mal gut. So, das heißt, Kohle muss hier rein. Metallschrott 8. Kohle ist drin, 4. Ne, Kohle ist noch keine drin. So, holt ihr da was? Ich baue mal in der Zwischenzeit das Handelsdock. Kostet uns 180 Holz, kostet das. Wie viel Holz habe ich aktuell? So viel, wie wir hier abbauen. Die Frage ist, wie viel gibt ein Baum her? 180 Holz, echt jetzt? Wow. Für so ein windiges Dock hier. Meine Güte. So, wir haben doch noch was anderes freigeschaltet, oder? Wir haben noch, dieses Lager hier freigeschaltet. Das heißt, wenn ich es finde, hier das Stück gut lager. Lagert bis zu 180 Einheiten. Oh, eines festen Produktes. Okay, eines festen Produktes nur. Das heißt, wir könnten jetzt das zum Beispiel hierher setzen und hier zum Beispiel das Holz einlagern lassen. Ich packe das, wir probieren das mal aus. Wir packen das einfach mal hierher. So, also hier fehlt uns offenbar noch die Kohle, dass hier irgendwas passiert. Da läuft momentan noch nichts. Muss ich die Kohle rüber transportieren vielleicht? Oder sind meine Lastwagen, die sind ja nicht alle beschäftigt? Oh, der bringt Kohle. Yes, jetzt hat einer hier sich entschlossen, die Kohle rüberzubringen. Und jetzt, kann das Auto mal kurz hier rüberfahren? Wir müssen ja jetzt eine Leitung legen hier rüber. Also, geschmolzenes Eisen, 8 Stück. Und jetzt müssen wir eine Leitung legen. Eine Rinne für die Schmelze. Und die muss hier raus. So, und hier rein. Zack. Keine Ahnung, für was die zweite ist. Oh, vielleicht für einen zweiten, für eine zweite Metallgießerei. Da können wir mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt hier, wir machen mal 60, damit es einfach umzurechnen ist. Wir haben hier 24, oder? 24 in 60 Sekunden.
Und hier haben wir 12 in 60. Okay, dann ist es so, das heißt, wir können zwei Metallgießereien eigentlich bauen. Metallgießerei. Meine Güte, dieses Menü hier unten, das macht mich fertig. Das packen wir jetzt gleich mal so ein bisschen mit Abstand daneben. Zack. Bauen hier noch eine Leitung rüber. Zack. So, dann die Energieversorgung und Wartung ist fertig. Die ist echt, also die Forschung geht fast ein bisschen zu schnell jetzt. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher, das alles zu bauen. Wir müssen wahrscheinlich demnächst ein paar Autos wieder noch besorgen für uns. Betonherstellung, Regenwassersammler wäre ganz gut. Kupferveredelung, Leuchtfeuer. Leuchtfeuer hat es ja auch geheißen. Wir gehen mal ins Leuchtfeuer. Wir machen mal das Leuchtfeuer. Ah, und man sieht schon die ersten schönen Wege hier, die sich hier formen. Wunderbar. Wie sieht es auf unseren Feldern aus momentan? Der Grundwasserspiegel ist schon mal ordentlich gefallen aktuell. Wir befinden uns aktuell in der Kartoffelphase, um 3 Monate verzögert. Und hier vorne auch. Aber dann müsste eigentlich schon Essen generiert worden sein, oder? Wenigstens, nee, dauert noch ein bisschen. Kartoffelphase muss noch abgeschlossen werden. Uiuiui, wir haben noch 27 Monate Vorrat. So, mal gucken. Oh, das Eisen, es fließt, wie man hier sieht. Es fließt. Ihr auch? Hier vielleicht auch? Es fehlt wahrscheinlich wieder an Kohle, sehe ich das richtig? Man hört ein bisschen die Maschinen, aber nicht sehr laut. So, die Kohle wird hier hochtransportiert, hat man gerade gesehen. Und da kommt unser flüssiges Eisen, sehr schön. Gefällt mir. Aber wie viel habe ich jetzt hier schon? 12 Stück. Wird das von irgendjemandem abtransportiert aktuell oder was ist hier los? Wo landet das denn hier? 12, 8 sind hier drin. Na gut. Also wir stellen mal hier oben ein Holz. Vollhalten. Nee, vollhalten müssen wir nicht. Aber wir können es mal hier einliefern. So, da wird das erste schon eingelagert. Wunderbar. Unser Dock ist schon fertig gebaut. Das ging auch sehr schnell. Für Leere. Trade with a village. Und jetzt könnte ich hier handeln, wollte ich sagen. Sie haben nicht genügend Punkte, steht hier zum Handeln. Holz, Konstruktionsteile, Kupfer. Frage ist, was müssen wir liefern? Müssen wir Diesel liefern, um Kohle zu bekommen? Holz liefern, um Metallschrott zu bekommen wahrscheinlich. Na gut, wir haben es noch nicht notwendig, dass wir hier was machen. Deswegen passt das schon. Wir haben ja hier unten immer noch unsere Kommunikationsstation. Gut, was haben wir jetzt als letztes erforscht? Wir hatten hier diese Energieversorgung und Wartung. Ich komme ja hier gar nicht vorwärts. Energieversorgung und Wartung. Hier, ein Dieselgenerator. Hatten wir nicht hier drinnen? Ja, wir haben 400 Diesel. Das heißt, wir packen den Dieselgenerator. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob man hier Leitungen auch braucht. Wir hatten doch noch das andere Gebäude. Ich glaube nämlich, das andere Gebäude, wenn ich mich richtig erinnere, das ich wieder mal nicht finde. Hier, das Wartungsdepot braucht 25 Kilowatt für den Betrieb. Und 6 Arbeiter. Das Wartungsdepot. Haben wir denn hier eigentlich Kupfer dann? Ah, wir haben vorsorglich schon Kupfer. Das heißt, Eisen wird von uns produziert und Kupfer von hier oben. Und dann können wir diese Wartungspunkte machen. Wir machen mal das hier drin. Hier oben. Und platzieren einen Dieselgenerator irgendwie so daneben. Ein bisschen Abstand. So. Und dann wird das hier angeliefert. Jetzt habe ich das falsch rum gebaut, aber okay.
Ist okay. Leuchtfeuer ist durch. Das wird auch gleich aufgestellt und dann gehen wir mal in den Bergbau, oder? Hier oben. Wir gehen mal in den Bergbau hier oben. Es gibt nämlich hier so Ressourcen. Und man kann sich hier auch was anzeigen lassen. Ebene. Genau, hier kann man sich die einzelnen Ressourcen anzeigen lassen. Keine Ahnung, was. Grundwasser. Oh, da habe ich... Ja, perfekt. Ich habe unsere Felder perfekt gebaut außerhalb des Grundwassers hier. Das heißt, wir sind offenbar auf Regenwasser angewiesen. Und hier wäre ein bisschen Grundwasser noch, wenn ich das richtig interpretiere. Keine Ahnung, ob das dann auch versiegt über die Zeit. Aber ich habe es genau erraten. Ne? Ein bisschen Überlappung noch, aber ansonsten, naja. Das muss man dann halt erstmal lernen. Ansonsten Planning Mode ist wahrscheinlich einfach zum Zeichnen, wo du was haben willst. Stilllegungswerkzeug, okay. Kopieren und abreißen, okay. So, dann baut mal lieber, meine Lieben. Wir brauchen diese Wartungsteile, um unsere Autos schön fit zu halten. Ja, man sieht hier, Kraftstoff ist auch schon Mangelware hier, aber wir haben noch ein bisschen was hier drin. Also Kraftstoff wird wahrscheinlich das erste sein. Es sei denn, gibt es denn hier Öl? Rohöl. Rohöl, Rohöl. Das hier, nee, das ist Kohle offenbar, hier drüben. Hier gibt es Öl. Das heißt, das können wir ein bisschen hier entsprechend uns dann wahrscheinlich holen. Ich finde es ja fantastisch, ne? Ich habe das ja in Foundation auch geliebt. Oder liebe es noch immer, dass sich hier langsam die Wege bilden, wenn die Fahrzeuge unterwegs sind. Das ist so gut. Richtig gut. Was fehlt uns denn jetzt noch? Wird gebaut. Wartet auf Materiallieferung. Oh, ich habe ja gar keine Konstruktionsteile mehr. Wo sind denn die ganzen Konstruktionsteile hier? Oh, okay. Die müssen jetzt erst gebaut werden. Wo sind denn... habe ich so viel jetzt hier verbaut? Es ging schnell, überraschend schnell. Wir haben noch 21 Monate, 20 Monate zu essen. So, unser, was ist das hier? Der Dieselgenerator ist fertig. Wird befüllt mit Diesel, sehr schön. Kraftstofftank, Wartung hat er auch wieder und Ausgänge hat er aktuell nichts. 150 Kilowatt. Das hier waren 25, das heißt, mit einem Dieselgenerator können wir schon mal ein paar Gebäude betreiben hier. Na gut, wir haben Bergbau unlocked, sehr schön. Und gehen dann wahrscheinlich in die Betonherstellung, um zum Kupfer zu kommen. Was ist das hier unten? Normaler Diesel. Destillerie, Ölpumpe, Abwasserrohr und Flüssigkeitsspeicher. Oh, das wird komplex. Das wird sehr komplex hier. Wir gehen mal hier oben in das Eisen, weil wir das ja aktuell nur auf Lager haben und nicht selbst produzieren. Kann man eigentlich auch so eine Linie... Ah, man kann auch offenbar einen Weg gehen. Na, wir machen es mal einzeln, damit jemand weiß, was fertig geforscht worden ist. Also Betonmischer, Regenwassersammler und Brecher. Zerkleinert Erze in feinkörnigere Materialien. Aber brauche ich denn dafür, was braucht man denn für den Beton? Sand, Kalkstein, irgendwie sowas wahrscheinlich. Na gut, also unsere Produktion hier ist relativ mühsam. Was ist hier der Engpass? Kann man das sehen? 28, 32, 38. Also wir hätten genügend Materialien drin. Aber die Produktion dauert so lange. Man könnte hier Leistungssteigerung machen, 0,25 pro Monat. Wir haben aktuell nur 0,5 Einigkeit. Eieiei. Aber so eine zweite Montage wäre schon echt vielleicht nicht verkehrt hier. Wir bauen mal eine zweite Montage. Wenn ich es finde, mal wieder. Es ist irgendwie, also, ne, du musst das halt wissen. Wo zum Henker ist die? Hier, Montage. Montage brauche ich 20 Teile. Kann ich da, wenn ich da jetzt die Priorität erhöhe, hier oben, Priorität 1, dann bitte erst die Montagehalle bauen, liebe Leute. Nein, nicht hier hochbringen, du Lump.
Na gut. Jetzt hat er das schon fertig gebaut. Okay, Montagehalle. Als nächstes dann, wir haben hier das Wartungsdepot. Das Wartungsdepot. Kupfer und Eisen braucht das Ganze. Und produziert jetzt Wartungspunkte. Die Wartungspunkte gehen wahrscheinlich dann jetzt hier runter. Ja. Und wenn dann ein Auto Wartung braucht, werden hier Wartungspunkte rausgezogen, denke ich mal. Gut, wir gucken uns mal das Tutorial an. Bergbau und Verkippen. Sie können Material entfernen, indem Sie es mit Bagger abbauen lassen oder Material hinzufügen, indem Sie es mit Lastwagen verkippen lassen. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt hier oben dann gebraucht. Was war das nochmal? War das Eisen oder war das Kupfer? Eisen. Mit, was ist das Graue? Kalkstein. Und Sand. Okay, das sind auch mehrere Materialien oder Ressourcen übereinander. Weil hier halt auch Dreck und so Zeug mit dabei ist. Okay. Verkippen kann überall auf der Insel durchgeführt werden. Der Bergbau erfordert jedoch die Kennzeichnung eines Gebietes. Ein Bergbaukontrollturm wird benötigt. Lastwagen transportieren das abgebaute Material dorthin, wo es gebraucht wird. Unbrauchbares Material wird auf dem Gelände verkippt. Das hört sich auf alle Fälle schon sehr kompliziert an. Um das Gebiet für den Bergbau zu kennzeichnen, wählen Sie das Werkzeug für den Bergbau im unteren Menü. Jawohl. Flach oder Rampen. Bergbaugebiete müssen auf oder über dem Gelände beginnen. Sonst sind sie für ihre Bagger nicht erreichbar. Also ein gültiges Gebiet, das von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von minus 2 reicht. Ein ungültiges Gebiet, welches in der Tiefe minus 2 liegt. Ah, okay. Na gut, wir müssen immer mit 1 beginnen, offenbar. Oder hier oben halt, je nachdem, was da ist wahrscheinlich. Hier oben ist wahrscheinlich bei uns plus 2 und hier unten dann 0 oder 1. Sie können nur im Einsatzgebiet eines Bergbaukontrollturms abbauen. Wir können das Einsatzgebiet bearbeiten, okay. Jedes Gebietsfeld kann jeweils nur von einem Bagger abgebaut werden. Ah, okay. Wir haben ja noch keine Bagger, soweit ich weiß. Wenn Sie ein Gebiet neben einem bereits vorhandenen Gebiet setzen, rastet die aktuelle Markierung auf der Höhe ein. Okay. Das ist sehr kompliziert. Rohstoffübersicht haben wir schon gesehen. Verkippen. Verkippungsgebiete sind Bergbaugebieten sehr ähnlich. Hauptunterschied besteht darin, dass Sie bei Verkippungsgebieten keinen Bergbaukontrollturm benötigen. Und dann kann man hier quasi wieder so Land formen. Das heißt, man könnte... Oh, das müsste eigentlich gehen, ne? Man könnte jetzt hier zum Beispiel das ganze Zeug abkippen und dann hier so eine Rampe hochbauen, damit man das hier oben noch erschließen kann, wenn wir das hier abbauen, eventuell. Es hört sich sehr kompliziert an. Sehr, sehr kompliziert. Wie sieht's aus mit den Kartoffeln? Wir sind schon in der nächsten Saison hier. Der Dünger ist schon durch. Aber habe ich jetzt einen Bonus irgendwie vom Dünger? Hier steht 10% mehr. Da sind die Kartoffeln noch am Laufen. Um 9 Monate verzögert. Ah, Ernte in 0,1 Monaten. Ja, die Kartoffeln müssen jetzt dann geerntet werden, oder? Hoffe ich mal. Na gut, so, hier wird die zweite Montage gebaut, das ist okay. Wir brauchen noch diesen einen Turm, der uns ein bisschen mehr Leute hier reinzieht. So, 0 Monate, jetzt ist geerntet worden, liebe Leute. Ihr wart live hier mit dabei. Das heißt irgendwo, hier Lebensmittel 35 werden abgeholt und wahrscheinlich jetzt hier rübergebracht ins Lebensmittellager. Eingelagert von, ich glaube, 19 oder so auf 38 Monate hoch. Okay, und es fängt wieder an zu regnen. Das ist schon mal gut für uns. Die Frage ist, ob sich jetzt hier auch das Grundwasser dann wieder erhöht durch den Regen oder ob das einfach so ein Grundwasser ist, das immer da ist. Weil dann wäre es echt sinnvoller gewesen, wenn wir hier irgendwo die Felder gebaut hätten. Zum Beispiel hierher. Merken beim nächsten Mal. Gut. Kann man sich die Verschmutzung irgendwo anschauen? Wir hatten ja mal die Statistik hier. Verschmutzung. Da,
Das sind 20, 16 Punkte und so weiter. Ne, das ist nicht dramatisch. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wert ist. 2016, aber okay. Neues Produkt, Betonherstellung ist durch. Wir gehen in die Kupferveredelung. So, die zweite Montagehalle ist gebaut worden und fertigt jetzt auch Konstruktionsteile an. Wir müssen noch einen Leuchtturm bauen. Der Leuchtturm, hier, Leuchtfeuer heißt es hier. Oh, der kostet jetzt auch Strom. Wir mussten jetzt eigentlich gar keine Leitungen ziehen, ne? Aktuell 25 Kilowatt von 150. Wir müssen keine Leitungen ziehen. Das fände ich noch ein bisschen spannend, wenn man sowas machen müsste. Einfach damit hier ein bisschen mehr Leben noch ist auf der Karte. Leuchtfeuer. Starkes Licht hilft anderen Flüchtlingen. Was ist denn dieses Symbol hier? Kostet mich das jetzt einen Einheitspunkt? Einigkeitspunkt? Ah, aber vielleicht nur für den Bau. Ich hoffe nicht monatlich oder so. Packen den mal hier daneben. Und lassen das weiterlaufen. Hier ist schon ganz viel Holz drin. Perfekt. Haben wir denn noch ein Holzabbaugebiet aktuell? Das Holz... Oh, das ist gar nicht mehr so viel. Mal schauen, ob es hier auch einen Förster dann gibt oder wo man sonst das Holz herbekommt. Also, was sollen wir denn jetzt als nächstes bauen? Wir gucken mal rein, was wir noch haben. Den Betonmischer, das war Regenwassersammler. 20 Konstruktionsteile, wir haben aktuell 12. Brecher, Kühlerei. Der Brecher ist fürs Zerbrechen der Erze. Aber wir hatten doch was anderes noch erforscht. Fahrzeugdepot, oder? Ermöglicht den Bau von Fahrzeugen wie Lastwagen und Baggern. Genau, wir müssen ja jetzt hier dieses Feld erschließen. Das heißt, wir brauchen einen Bergbau-Kontrollturm, den wir jetzt einfach mal hierher setzen, in die Ecke. Es ist ja eigentlich egal, wo wir den hinsetzen, weil wir das Feld selber festlegen können. So. Der Bergbau-Kontrollturm ist das. Und ansonsten... Bergbaugebiet. Ah, okay. Das ist das hier aktuell. Standardgebiet wahrscheinlich eines Bergbaukontrollturms. Leuchtfeuer ist bereit. Oh, jetzt. Ach, jetzt habe ich hier den Dings hier. Okay. Plus 1 momentan. Und jetzt müssen wir hier so eine Linie hochziehen, oder? Oh, das geht nach unten. Ah, hier drüben geht es nach unten. Das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch. Können wir das nochmal machen, liebe Leute? Wir müssen, was ist das denn hier gerade? Was ist das? Plus 1? Ah, jetzt bin ich bei plus 2, was natürlich nicht so gut ist. Plus 1. Ich weiß halt nicht, was ist denn die erste Ebene? Kann man das irgendwo lesen? Das sieht auf alle Fälle nicht richtig aus. Oh Gott. Müssen wir mit 0 beginnen vielleicht? Ist immer irgendwie rot, oder? Kanten sind zu steil. Also 0 ist keine Option. 1 ist keine Option. Zwei funktioniert offenbar. Dann müssen wir mit... Jetzt ist hier wieder 3. Spiel, was machst du denn hier? Ich check das nicht. Was macht der denn? Okay, ich check das jetzt. Jetzt hat er wieder 5. Also, das ändert sich hier immer, wo der Cursor ist. Jetzt ist hier 3 wieder hier vorne. Aber was... Ah, weil jetzt das F aktiviert ist dann, ne? Ich mach das jetzt einfach mal so. Und ich nehme das jetzt hier noch mit. Aber ich habe keine Ahnung, ob da jetzt was passiert. Abladestelle machen wir mal hier vorne dann, ne? Kann man das rotieren, so. Und da müssen wir aber jetzt hier nach oben, ne?
Vielleicht so? Man weiß es nicht. Wir werden es rausfinden, eventuell. So, das Leuchtfeuer ist bereit. Braucht einen Dieselgenerator, das haben wir schon. Die Wirksamkeit des Leuchtfeuers wird mit der Zeit abnehmen. Reparatur des Schiffs hat aber Vorrang. Okay. Dann gucken wir mal, ob hier Leute kommen. 16 Flüchtlinge in weniger als 2 Monaten. Okay, das ist gar nicht mal schlecht. Wir haben ja noch ein bisschen Platz bei uns in der Siedlung. Das ist okay. So, Wasser füllt sich wieder auf. Sehr schön. Dann, wir brauchen jetzt hier einen Traktor, ne? Und wir müssen Fahrzeuge zuweisen. Wir müssen mal zwei Lastwagen zuweisen. Aber wir haben noch keinen Bagger. Wir müssen erst noch einen Bagger bauen. Und das geht über das Fahrzeugdepot. Das Fahrzeugdepot braucht keinen Strom, das ist schon mal gut. Kommt hierher. Bitte einmal mit höchster Priorität bauen. Kleinlaster, kleiner Bagger. 60 Eisen, 20 Kupfer und ein bisschen Diesel. Ja, wir können ja momentan sowieso nur einen Bagger gebrauchen. Weil man ja gehört hat, pro Abbaustelle hier. In dem Fall ist das jetzt hier unsere Abbaustelle oder das hier. Kann man ja nur einen Bagger einsetzen, so wie es aussieht. So, die zwei sind jetzt offenbar hier zugeordnet und warten auf Arbeit. Aber wir warten ja erstmal noch auf den Bagger. Wir haben noch 8 Konstruktionsteile. Oh, und neue Refugees sind angekommen. Sehr schön, haben unsere Bewohner erhöht. Wir sind jetzt bei 106. Das heißt, hier drin ist noch Platz für 14 Leute. 14 Leute und 16 kommen an. Also die 16 nehmen wir noch mit und dann mache ich wieder eine kleine Pause wahrscheinlich. Weil dann brauchen wir hier einen neuen Siedlungsbereich. 26 Monate Essen ist noch da. Momentan gibt es nur Gardoffeln. Mehr noch nicht. Ich würde gerne mal was abbauen. Das würde ich euch gerne noch zeigen. Wir nähern uns schon der Stundenmarke jetzt. Ich habe nicht wirklich viel heute geschafft. Aber das Spiel ist halt auch so, ne? Dass Eile mit Weile oder so. Oder Weile mit Eile. Das dauert halt jetzt ein bisschen, bis das jetzt hier durch ist. So, Eisenplatten. Kann man eigentlich sehen. Wir haben aktuell nur 14 Eisenplatten. Wir haben Kupfer genügend, aber Treibstoff auch da, aber an den Eisenplatten mangelt es derzeit. Aber da müssten doch die Leute hier mit Hochdruck arbeiten derzeit. Ich sehe gerade, ich habe jetzt 2 Rezepte hier drin. Ah, wegen Kupfer auch. Es gibt auch noch unreines Kupfer. Okay, dann wird es wahrscheinlich auch noch reines Kupfer geben. Aber irgendwie kommt da so wenig an. Kommt da so wenig an geschmolzenem Eisen nach hier vorne? Was fehlt dir denn? Das ist die Kohle, ist es. Die Kohle. Wir brauchen hier 12 Kohleeinheiten pro 60 Sekunden. Und wir produzieren 6 Kohleeinheiten. Ah, wir brauchen eine zweite Kühlerei wird hier benötigt. Das also wichtig merken für die Zukunft. Erstmal gucken, wie die entsprechenden Verhältnisse sind. Habe ich hier das richtige Gebäude? Ja. Erstmal merken. So, wir haben jetzt ein paar Obdachlose. Bevölkerung. Oh, die haben auch was mitgebracht. Die Bevölkerung hat auch was mitgebracht hier. 34 Kupfer, Gummi, Eisen gibt's und Diesel. Und die genauso. Sehr schön. Kupferveredelung ist durch. Wir müssen jetzt nichts mehr neu erforschen, weil die Stunde eh schon fast rum ist. Wir machen mal hier Pause. Ich würde halt gerne noch kurz gucken, wie der hier vorne anfängt zu baggern. Der Bodo mit dem Bagger, der noch immer baggert. Das wäre mal ganz nett. Aber uns fehlt noch ein bisschen Eisen. So, wir brauchen noch einen Schornstein. Das heißt, wir machen noch ein kleines bisschen länger. Alter, die Symbole hier unten, die machen mich fix und fertig. Ich kann nichts damit anfangen. Ich kann da nichts damit anfangen hier unten.
So, wunderbar. Das heißt, wir brauchen ja noch mehr Holz mittlerweile. Bitte füllen Sie das Holz auf. Wir bräuchten auch noch den einen oder anderen zusätzlichen Lastwagen, denke ich mal. Wo fährt der jetzt hin? Der bringt hier rüber das Holz. Ah, für die Konstruktionsteile wird ja auch noch Holz benötigt. Deswegen sind unsere Lastwagen so aktiv unterwegs. Hier ist einer, der hat gerade hier wahrscheinlich Eisen rübergebracht. Aber man sieht schon, was fehlt dir denn? Ich habe dir doch dein Dings hier an. Ach, jetzt ist hier natürlich, habe ich den komplett falsch rum angebaut. Echt jetzt? Jetzt habe ich den an die falsche Ecke gesetzt. Wirklich? Ach, du meine Güte. Na gut. Dann halt so. Dann halt so. Wir haben ja eh noch keine Transportbänder. Aufpassen, ne? Aufpassen, wo die Sachen gebaut werden. Ein bisschen ärgerlich. Oh, hier oben sieht man jetzt übrigens ganz kurz 21 Sekunden in Warteschlange. Das heißt, da könnte man schon anfangen, ein bisschen zu optimieren. So, und jetzt müsste hier einigermaßen Kohle produziert werden, damit das für diesen Hochofen erstmal reicht. Wir haben ein neues Rezept hier. Was ist das? Achso, das ist hier für geschmolzenes Eisen. Und das hier ist für geschmolzenes Kupfer. Eisenerz, Kohle. Ach so, weil wir hier oben Metallschott einschmelzen und bekommen Eisen raus. Aber wir können ja jetzt dann Eisen quasi auch schmelzen und ausgeben. Gut, so, jetzt wird hier auf alle Fälle schon mal Kohle produziert. Wunderbar. Ist denn hier... Oh, der Bagger ist da, der Bagger ist da. Sehr schön. Jetzt müssen wir den ganz schnell zuordnen, damit wir hier nicht so lange überziehen mit dem angespielt. Da kommt der Bagger. Ja, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Bin mir sicher, das kennt bestimmt noch der ein oder andere von euch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und er fängt auch gleich mal an. Sehr schön. Ich finde es fantastisch, dass man hier diese Umgebung so beeinflussen kann. Das ist richtig gut. So, jetzt hier drüben ein bisschen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie diese Zahlen funktionieren. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Aber es funktioniert aktuell. Was schon mal gut ist. So, jetzt. Moment, kurz gucken, was der hier abliefert. Ah, der liefert jetzt hier Gestein ab. Okay. Und der hier, der hat Erde hier. Aber keiner hat erstmal Eisen. So, der liefert das ab. Okay. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr sehen, dass die hier hochbauen. Weil man sieht ja, wie langsam das jetzt hier geht. Aber fantastisches System, wie ich finde, dass du dich auch um den Abfall quasi kümmern musst. Und letztendlich ist es dann auch nicht Abfall, weil wenn du dann hier hochbaust, dann erschließt du dir ja wieder was Neues. Das ist ja wahrscheinlich so das Spielprinzip. Du baust ja hier keine Leiter oder sowas. Und das ist richtig gut. So, was ist hier los? Lastwagen kann Eisenerz nicht liefern. Oh, das geht doch hier rüber. Das kannst du doch hier rein. Aber dafür muss man das Rezept aktivieren. Eventuell. Aha. Ja, sehr gut. Sehr gut macht er das. Wunderbar. Liefert der dann das Eisenerz gleich mal ein? Ja, liefert er gleich. Aber wahrscheinlich, solange Metallschrott da ist, wird er auch den Metallschrott quasi verarbeiten. Und da ist noch einiges da. Da ist noch 424 da. Wahrscheinlich ist die Effizienz ein bisschen besser. Ja, wobei 27 Eisenerz geben 24 geschmolzenes Eisen. Aber auch Schlacke noch mit dazu. Schlacke muss man wahrscheinlich auch irgendwo dann, es hat ja geheißen, die wird dann irgendwo hier außen abgelegt. Wahrscheinlich macht die den Boden kaputt oder so. Aber aktuell reicht diese Produktion hier alleine mit Metallschrott. Ne? Das heißt, man könnte es eigentlich so machen, dass man erstmal das abbaut und dann entsprechend hier ein Lager hierher setzt. Und dieses Lager dann explizit mit Eisen festlegt.
Oder auch nicht. Kann hier... Oh. Da geht sie hin, meine tolle Theorie. Jetzt habe ich hier ein Lagerhaus, wo ich nichts einlagern kann. Ich dachte, ich kann hier das Rohprodukt auch einlagern. Das Eisenerz selbst. Was mit dir? No reachable Terra Designations. Okay, jetzt sind wir wieder so weit. Er kommt wieder nirgends mehr hin, aber ich verstehe es nicht, was der hier macht. Ich gebe dem Ganzen noch einmal eine Chance, liebe Leute. Ich weiß, ihr wisst natürlich schon, wie das alles funktioniert, aber ich weiß es nicht. Wir müssen ja eigentlich irgendwie, meiner Theorie nach, müsste ich ja irgendwie hochbauen. Ich habe keine Ahnung, was diese Symbole hier bedeuten, weil das hier ist ja quasi runterbauen irgendwie. Aber dann gräbt es sich ja in den Boden rein. Dann kommt er ja niemals hier hoch rein. Deswegen verstehe ich das nicht, was der hier macht. Eigentlich dachte er, er soll hier hochfahren, erstmal vielleicht hier oben alles abbauen dann. Aber wahrscheinlich müsste ich ihm das manuell sagen. Seht ihr das? Der gräbt sich jetzt echt eiskalt in den Boden rein und macht hier so eine schiefe Ebene, wie man es halt so von Bergbauruinen kennt. Bergbauruinen. Bergbaufeldern kennt. Aber wenn er einmal hier unten angekommen ist, wie soll ich denn da oben dann wieder weitermachen können? Das ist, da muss man sich wahrscheinlich mal das ein oder andere YouTube-Video anschauen. Ich bin da bestimmt nicht der Einzige, der hier ein bisschen Probleme mit der Ansicht hat. Das könnte man auf alle Fälle noch ein bisschen intuitiver machen. So, hier der Berghaufen wächst. Das ist schon mal sehr schön. Das gefällt mir. Und ansonsten kommen wir jetzt mal kurz zum Schluss und zum Fazit. Wieder mal, ne? Vielleicht überlege ich mal hier so ein Angespielt auf 2 oder 3 Stunden auszudehnen, weil es ist wieder mal ein bisschen zu wenig Zeit, um euch hier überhaupt was zeigen zu können. Aber ich habe, denke ich mal, ein bisschen so jetzt einen Blick dafür bekommen, wie das Spiel funktioniert. Ne? Es ist nicht ganz so auf Produktionslinien getrimmt jetzt wie Factorio, wo es von Anfang an gleich mal so hergeht, sondern hier ist auch noch ein bisschen mehr Kolonisierungszeug mit dabei. Und ein bisschen mehr Flavor-Items sind mit dabei. Also das ist eigentlich ein schönes Spiel, gefällt mir. Grafik könnte ein bisschen schöner sein. Es ist nicht so prächtig, aber zweckmäßig würde ich mal sagen. Ich glaube, da ist jetzt einfach die Mechanik und das Prinzip des Spiels das, was man hier sehen muss. Und es sieht sehr komplex aus, vor allem wenn man sich mal den Forschungsbaum anschaut. Ich bin sehr begeistert vom Spiel. Ich freue mich sehr, wenn das jetzt im Early Access dann rauskommt. Und bin sehr gespannt, wie viele Leute hier vorne Probleme haben mit dem Abbau der Erze hier oben. Und ja, vielleicht hat es euch jetzt auch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Lasst mir einen Kommentar da, würde mich sehr freuen. Oder einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr denn mögt. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, euer Tollfuß.